Und ich habe auch hier noch einen alten Lastwagen Magirus Deutz, der auch schon ewig lange da steht. Der einfach da verlassen und vergessen in die Ecke gestellt wurde. Vielleicht von einer Baufirma. Ah, der ist sehr mutig parkiert, überhängend, der Kran dran hinten an dem Teil. Aber ich weiß gar nicht, ob ich besser dazu komme. Das ist so eng hier alles. Da hinten noch. Mega interessant, dass da oben steht. Ein alter Traktor. Unten steht noch so ein Teil. Perkezi, was ist das? Was ist das für ein geiles Teil? Ha, voll cool. Das ist eine richtig coole Sammlung da drin. Das ist ja. Ha, so cool. Eine alte Werkstatt mit alten. Ein Fiat-Traktor dort hinten noch. Verlassen, vergessen. Noch nie jemanden gesehen hier drin. Alten Maschinen. Eine Ameise. Ein altes Förderband. Der Bagger ist riesig, ja? Die Metallhaufen da drin. Ja, das ist ein praktisches Teil für Anhänger zum Rangieren. Da ist noch ein Fiat-Traktor. Eigentlich wollte ich euch den Magirus Deutz zeigen, aber bin. Was ist das cooles Teil? D-Mark. D-Mark. Hey, das ist die alte Straßenbaumaschine da. Oh, der pickt die Steine auseinander. Ein spannendes Lager. Ah ja, komm hin. Hier ist der Magirus Deutz. Den wollte ich auch ursprünglich zeigen. Sogar mit dem Rost. Dreierbank vorne, Kippbrücke. Hier ist der Kranstuhl, wo man hinten auf dem Kran sitzen konnte. Ja, schon älteres Teil, denke. Stammt irgendwie aus den 70ern. Z32, D1 vielleicht, wisst ihr mehr.